Wir hatten neulich die Sprecherin der Grünen Jugend hier sitzen, Frau Stoller. War sehr interessant, die wirklich mit einem enormen Furor hier vorgetragen hat, wie unvorstellbar belastet diese junge Generation ist. Und ich traute mich kaum, eine Gegenfrage zu stellen, weil man sich dann immer anhört wie sein eigener Großvater. Und man möchte ja auch verstehen, was in den Köpfen der jungen Leute ist. Aber die Frage beschleicht einen schon, so der leise Zweifel, ist dieser berühmte deutsche Fleiß, diese Leistungsbereitschaft, würden Sie sagen, die ist noch uneingeschränkt da? Wie nehmen Sie das wahr, bei Ihnen im Betrieb? Wie groß ist Ihr Betrieb? 130 Mitarbeiter. 130. Ja. Und Sie machen Metall sozusagen widerstandsfähig, wenn man so will. Richtig. Ja? Also wir schützen Metallteile vor Korrosion, genau. Also sehr nachhaltig, weil ohne unsere Branche, ohne Galvanotechnik, könnte kein einziges Metallteil mehr in Deutschland hergestellt werden. Und zwar sind wir wirklich tätig quer durch alle Branchen, also von natürlich Automobilindustrie, aber auch bis Baumaschinen oder der klassische Maschinenbau und Hydraulik. Also wirklich quer durch alle Industriebereiche. Übrigens auch erneuerbare Windräder. Ich habe gelernt, der Liebherr-Bagger, wenn man den sieht, so. Ja, zum Beispiel. Da sind Sie am Start. Ja, die Kolbenstange, die, wenn der Bagger schon, sage ich jetzt mal, nicht mehr in den besten Jahren ist, dann glänzt die Kolbenstange immer noch. Genau, wir schützen also Metallteile. Dafür sorgen Sie? Dafür sorgen wir, richtig. Und das kann man auch nur in Deutschland machen, sagen Sie, weil das keinen Sinn macht, das irgendwo auszulagern. Also machen kann man das auf der ganzen Welt, aber wir können oder wir tun es besonders hier, weil unsere Kunden uns hier brauchen, weil wenn Sie sich die Teile anschauen, Sie können einen Tonnenteil dann nicht noch nach Polen, Tschechien und sonst wohin transportieren. Also wenn wir denn schon den Umweltgedanken pflegen, dann muss es erstens zeitnah an die Produktion stattfinden und eben dann kann man auch nicht Just-in-Time-Fertigung diese weiten Wege in Kauf nehmen. Das muss einfach schnell gehen, richtig. So, und nochmal diese Arbeitsmentalität. Sie dürfen sofort, Herr Dies, bevor ich auf die Antwort von Herrn Olk sehr gespannt bin, wie er das erlebt. Wie nehmen Sie die wahr? 4-Tage-Woche wird diskutiert. Sagt man, ja klar machen wir das, aber bitte bei vollem Lohnausgleich. Jetzt habe ich dieser Tage von der 2-Tage-Woche gehört und dachte, okay, jetzt langsam wird es eng. Also auch numerisch meine ich jetzt. Das ist vollkommen unrealistisch, weil ich sage jetzt einfach mal, wir sind ja sowieso schon andere Länder, mit denen wir konkurrieren. Die arbeiten nicht 4 Tage die Woche oder 20 Stunden, die arbeiten 6 Tage die Woche. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und für mich ist es eh unbegreiflich. Also Arbeit kann ja auch was Schönes machen. Beruf kommt von Berufung. Also das ist nur so als negativ. Negatives zu sehen, finde ich generell schon mal einen schwierigen Ansatz. Und wir werden mit Sicherheit auch die Wirtschaft nicht aus der Krise bekommen, wenn wir weniger arbeiten, sondern eher mehr. Und dann Sie haben Probleme, auch Nachwuchs zu finden, Fachkräfte zu finden? Selbstverständlich, haben alle Unternehmen und auch wir natürlich, selbstverständlich. Das heißt, Sie suchen aktuell wie viele Leute? Ja, bestimmt 10. Die Sie nicht kriegen? Die wir nicht bekommen, ja. Genau. Herr Dies. Zu dem Nachwuchsproblem, finde ich, haben wir in der Diskussion bisher nicht genug reflektiert, dass wir einfach ein Demografieproblem haben. Wir werden einfach weniger. Ich bin Jahrgang 58, 63, hatte 1,4 Millionen Geburten. Sie waren eine riesige Kohorte. Ja. Sie sind ein Jahrgang, genau. Wir sind, mit dieser Boomerhaftigkeit. Ja, und wir haben für viel Wachstum gesorgt und, glaube auch viel bewegt für Deutschland. Und die Geburten sind jetzt bei 700.000, bei der Hälfte. Ne? Und viele unserer Generation gehen jetzt raus aus dem aktiven Leben. Und das darf man jetzt nicht so akzeptieren. Ne? Aber man muss es reflektieren. Es ist nicht einfach so, dass die Leute nichts mehr arbeiten wollen, sondern es ist einfach, dass die weniger werden. Und da kann man ja auch dagegen was tun. Man kann die Leute länger halten, man kann Incentives geben. Viele Leute in unserem Alter haben nur Lust zu arbeiten, große Lust. Und die sollte man einfach lassen. Aber was ich auch noch mal sagen wollte, ist, ich würde diese nächste Generation schon, die unserer Kinder in Schutz nehmen an der Stelle. Da gibt es wahnsinnig viele, die arbeiten unglaublich engagiert. Richtig. In der Forschung, in der Wissenschaft. Ich bin viel jetzt in diesem Start-up-Umfeld unterwegs. Da wird unglaublich viel gearbeitet. Mehr als zu meiner Jugend. Ist aber auch speziell. Ne? Naja, gut, aber es sind viele. Es sind auch viel mehr als heute. Also ich finde es nicht gerecht, das über einen Kamm zu scheren. Viele engagieren sich für Umweltthemen. Mhm. Das haben wir auch. Wir haben uns politisch stärker engagiert. Ich sehe keinen so großen Unterschied. Ich sehe schon einen Unterschied auch zu unseren Eltern. Das war die Nachkriegsgeneration. Mein Vater hat sich nur gefreut, wenn er jede Überstunde machen konnte oder mal an einem Samstag arbeiten. So wie in China jetzt heute. Na, die haben auch so viel Lust zu arbeiten. Mhm. Aber ja, das sind wir
schon natürlich ein bisschen wohlstandsverwöhnter man geworden. Man wollte sozusagen im Zweifel das größere Auto haben als der Nachbar. Ja, natürlich. Das natürlich. War der Ehrgeiz. Ja, das war der Ehrgeiz. Und der ist halt weg, diese Priorität. Ja, aber das ist halt weg im Sinne von andere Prioritäten. Ja, aber es ist nicht nur jetzt, das ist die nächste Generation und wir, sondern es hat zu unserer Zeit schon ein bisschen abgenommen. Müssen Sie vielleicht selber auch ein bisschen das zugeben. Ne? Das war, das war. Und, das war. Und von daher ist es vielleicht so ein ganz natürlicher Trend, aber ich finde, wir haben eine begeisterte Jugend, die ist hervorragend ausgebildet und viele sind unglaublich engagiert. Ja, ich aber habe Sie drei sind Kinder und ja, und da, also natürlich an Ihnen scheitert die Demografie nicht. Nein, Herr Lies, die scheitert nicht und ich finde jetzt, dass die alle das gut machen. Herr Olk, wie nehmen Sie das wahr? Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 27. So. Und ich habe sogar einen Führerschein. Ja, aber benutzen Sie ihn auch, ist die Frage. Sehr, sehr haben Sie ein Auto? Selten. Haben Sie ein Auto? Kein Auto. So, wusste ich es doch. Sie wissen, ne, dass also für Menschen meiner Generation, weil mit 18 das Auto war, also so den Führerschein legen, dass du 18 plus einen Tag Auto haben und dann losfahren. Das war die große Freiheit, das war das große Versprechen. So. Auf dem Land leben natürlich, ne? völlig andere Notwendigkeit, ein Auto zu fahren. Sie fahren kaum Auto? Generation Carsharing sitzt hier, oder? Nee, Generation Bahn. Aber das liegt auch, also im ländlichen Raum wäre das sicherlich anders, aber ja. Ich wohne in Berlin und da ist, glaube ich, wenn man sich ein bisschen Nerven entlasten will, ist, glaube ich, nicht Autofahren die bessere Option. Und diese Frage nach der 4-Tage-Woche ist ja sehr emotional geführt. Und, wir haben das nur mitgekriegt. Es war eine Sendung spät um Mitternacht und anderen Tags und dann noch in den Tagen danach. Also ich sag mal, die Wellen liefen sehr langsam aus. Das ging richtig steil. Die beiden richtigen Punkte sind ja gesagt. Sie haben das gesagt. Und Sie haben das auch gesagt, wir haben ein großes Demografieproblem. Das heißt, wir müssen nicht weniger arbeiten, sondern mehr arbeiten. Sagen Sie auch? Ich sage das auch, aber das heißt nicht, dass eine 4-Tage-Woche irgendwie das Schlimmste der Welt ist. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, die besten Leute, die klügsten Köpfe dahin zu kriegen, wo sie am meisten bringen, wo sie am produktivsten arbeiten. Und wenn dann die Person sagt, ich will aber nur 4 Tage arbeiten und dann sagt das Unternehmen oder sonst wer, nee, das geht nicht und das, wir haben das irgendwie gesetzlich ausgeschlossen oder im Tarifvertrag oder sonst was und dann blockiere ich das, das kann keine Option sein. Das heißt, die Antwort liegt doch dann irgendwo in der Mitte. Das heißt, wir müssen das für die sagen, das steht für mich ganz oben, für die müssen wir das im Zweifel ermöglichen, aber wir müssen doch gleichzeitig Anreize schaffen, mehr zu arbeiten. Das heißt, letztlich ist die Frage ja viel größer, da geht es ja nicht nur um 4-Tage-Woche und Ähnliches, sondern wenn wir uns anschauen, um auch noch mal auf die Grundfrage zu kommen, wie stellen wir den Wirtschaftsstandort Deutschland eigentlich in Zukunft auf? Und es wird viel über Bürokratie gesprochen, zu Recht. Es wird zu Recht über Energiepreise gesprochen. Aber das größte Problem, was wir doch haben, ist der demografische Wandel. Wenn man sich das anschaut, sind sich hier, glaube ich, auch übrigens alle einig, ja? Wenn man sich das anschaut, wir reden viel darüber, letztes Jahr ist Deutschland um 0,3% geschrumpft. Dieses Jahr Mini-Wachstum 0,2% prognostiziert. Alles nicht gut, aber alles verkraftbar, wenn wir das danach wieder aufholen. Aber wir laufen gerade in diese Demografiefalle rein, dass wir das nicht aufholen können. Und wir sehen, dass praktisch die Fieberkurve der deutschen Wirtschaft, die wir uns viel mehr anschauen sollten, ist das Wachstumspotenzial. Also was kann die deutsche Wirtschaft eigentlich aus ihrer eigenen Struktur heraus hinkriegen? Wie können wir wachsen? Wenn wir mal kurzfristige Schocks außen vor nehmen, was können wir aus uns selbst erreichen? Also Sie sagen, es geht, das fand ich ja diesen interessanten Gedanken, den mir übrigens Rüdiger Bachmann, Ökonom in Amerika, ne, der hat auf Sie hingewiesen, schrieb mir das und ich sagte dann, lassen Sie uns doch mal in die Sendung holen. Das ist genau diese Grafik, die Sie meinen, ne? Produktionspotenzial und Wachstumsfaktoren. Das ist genau diese Fieberkurve, die ich meine. Die blaue Kurve, die oben drüber liegt, das ist praktisch die Fieberkurve, wenn man so will. Also was kann die deutsche Wirtschaft aus sich heraus erreichen? Und dann sehen wir, wie die immer weiter zusammenschrumpft. Wir sind jetzt bei 2023 so bei 0,5% ungefähr. Und die schrumpft immer weiter bis auf 0,2%. Bis 2028, es wird nicht besser. Es gibt auch entsprechende Untersuchungen, die gehen bis 2070. Da geht es nicht mehr viel nach oben, sondern eher bleibt es so. Und jetzt sehen wir an diesen Balken, an diesen bunten Balken, gelb ist das Kapital, was eingesetzt wird. Dann ist es gestrichelte, das ist so die Faktorproduktivität, nennt sich das. Da geht sowas wie technologischer Fortschritt drin auf, KI und all das. Sieht auch nicht so optimal aus, wird auch eher weniger beim Gelben. Aber die große Sache, das große Problem ist dieser dunkelblaue Balken, den Sie immer noch sehen, oben. Und jetzt wechselt er gerade ins unten. Negative. Das heißt, der demografische Wandel schlägt zu. Uns fehlen die Arbeitskräfte, uns gehen Millionen von Leuten verloren. Und das müssen wir irgendwie ausgleichen. Das sind
Was haben wir da 2028? 0,5 Prozentpunkte, die uns an Wachstumspotenzial in diesem einem Jahr überhaupt wegfallen, weil uns die Leute Ich meine, fehlen. Das ist vor der Tür, ne? 2028. Ja, es ist längst da. Es ist längst da. Sie haben das berichtet. Ihnen fehlen die Leute und es wird immer schwieriger. Und das heißt, wir müssen alle Stellschrauben drehen, um das zu ändern. Wir müssen in der Rente was machen. Wir müssen irgendwie die Leute anreizen, dass sie länger arbeiten wollen, dass sie mehr davon haben. Wir müssen bei der Zuwanderung was tun. Wir müssen Geringverdiener, Zweitverdiener, alles, diese Transferentzugsraten ist ja so ein neues Modewort. Also staatliche Hilfen besser aufeinander abstimmen, weil es gibt tatsächlich jetzt Konstellationen, in denen arbeiten sie mehr und haben am Ende weniger raus. Das ist das eigentliche Problem. Das ist das, was Sie mit Anreizen gerade meinten, ne? Ja, Anreizeffekte setzen. Also was ich feststelle, wenn man mit jungen Menschen spricht, die eine gute Ausbildung haben, die absolvieren hier ihre Ausbildung und dann gehen sie uns verloren, weil das Ausland einfach attraktiver ist. Und wegen auch, niedriger Steuersätze? Ja, wegen niedrigen Steuern insgesamt. Weil wegen ganz mehr Sonnenstunden und ja, wegen mehr Strandnähe. Das spielt auch alles eine absolut, Rolle. Ne? Das Gesamtpaket ist einfach besser. Genau. Und auch insgesamt die Stimmung in diesem Land ist einfach so schlecht. Da braucht es einen Aufbruch. Ja, das ist Tatsache. Ja, das wenn man sich mit den jungen Menschen unterhält, dann ist das so. Ja. Und wenn ich mir allein vorstelle, dass im Mittelstand bei familiengeführten Unternehmen bis 2030, glaube ich, 500.000 Unternehmensübergaben anstehen. Und eine halbe Million? Ja, eine halbe Million. Bis 2030, sagen. Das ist auch nicht mehr weit hin. Wollte gerade sagen, ja. Und jedes zweite Unternehmen findet jetzt schon keinen Nachfolger mehr. Also das muss man sich mal vorstellen. Also das ist tatsächlich dramatisch. Und die jungen Menschen sind auch ganz schwer zu motivieren, dann die Firmen zu übernehmen, weil sie sagen, also mit meiner Ausbildung, ich lasse mich doch nicht in so enge Leitplanken stecken. Also das ist auch etwas, was ich vorher angesprochen habe mit unternehmerischer Freiheit. Die jungen Menschen, das sind ja Freigeister. Also Klar. Die müssen sich entfalten können. Und ganz ehrlich, ich habe doch jetzt nicht mein Studium absolviert, damit ich mich hier mit Dokumentationspflicht umschlag. Ja, das kann man doch verstehen. Und ist das der Grund, warum Sie sagen, viele, und das geht ja so schleichend, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Jens Spahn, war es, glaube ich, vor Monaten schon mal, der sagte, es gibt da so eine völlig falsche Vorstellung von der Deindustrialisierung, so nach dem Motto, jetzt morgen verlässt jeder zweite deutsche Unternehmer das Land. Er sagt, es geht schleichend, aber es geht stetig voran. Ja. Erleben Sie auch so? Absolut. Ich meine, ich habe am Freitag mit einem Unternehmer gesprochen, der macht nichts anderes wie Firmenverlagerungen. Das ist eine Spedition, die packt ihre Firma ein und in Polen, Tschechien, Amerika, sonst wo wieder aus. Und der hat in den letzten 1,5 Jahren 320 Firmen umgezogen. 320. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Aber allen voran natürlich, dass wir keine Willkommenskultur auch für Unternehmertum haben. Woanders ist man willkommen, das ist schon mal das Erste. Dann natürlich Na gut, willkommen heißt dann, das ist unterlegt mit harten Zahlen, ne? Oder wenn man nach Polen geht, die Förderung zum Teil dort? Die Förderung 70%, genau, unglaublich hohe Förderungen für Gebäude. Und auch, ich glaube, Amerika lockt mit 3 Jahren Steuerfreiheit. Dann natürlich zum Beispiel Arbeitszeitmodelle 2x12 Stunden, nicht 3x8. Also einfach ein Freiheitsgrad. Und, mehr gestalterische Freiheit, ja. Genau, richtig. Und natürlich aber auch die Energiepreise spielen eine Rolle, die Versorgungssicherheit spielt eine große Rolle. Können Sie das einmal kurz erzählen? Sie hatten 11-mal Stromausfall? Ja, in 2023 wo hatten wir tatsächlich in Bayern. In Bayern? In Bayern. Bei Markus Söder wohnen Sie? Ja. Das kann doch nicht sein. Ja, doch, richtig. Erzählen Sie mal, wie kann das sein? Ja, das frage ich mich auch, wie das sein kann. Aber ich sage jetzt einfach mal, Sie kennen... Richtige, fette Blackouts oder... Also das sind tatsächlich Stromausfälle, da war was ganz Langes dabei, der dann tatsächlich 1-2 Stunden ging. Also in meinem Wohnort privat, 15 Kilometer entfernt, tatsächlich dann mal 8 Stunden am Stück. Aber dann eben auch ganz viele kleine und das sind die der normale Bürger gar nicht mitbekommt. Weil so Mini. Im Millisekundenbereich. Die finden da flackert auch, mal die Lampe zu da Hause. Da flackert mal die Lampe und bei uns stehen alle Anlagen. Damit kann eben die Industrie nicht umgehen, die braucht Versorgungssicherheit und eben auch in diesem Millisekundenbereich. Ihnen zerschießt also, das Ding dann? Das uns zerschießt das alles, die Anlagen stehen komplett. Ja. Komplett. Und die Gründe erfahren Sie nicht. Also wenn Sie danach fragen, dann heißt es,
ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Und wie gesagt, Sie finden diese Stromausfälle auch in keiner Statistik der Bundesnetzagentur, weil sie eben nicht aufgezeichnet werden. Und ich meine, Sie haben sich sicherlich diesen Bericht vom Bundesrechnungshof angeschaut zur Energiewende. Genau, interessant. Also, ne? Richtig. Also, die sagen, ihr trefft zu optimistische Annahmen. Richtig, nicht sicher, nicht preisgünstig und nicht nachhaltig. Also als alles eigentlich, was im Energiewirtschaftsgesetz steht, nicht erfüllt. Und das ist auch das Hauptproblem der Unternehmen. Die Wirtschaft braucht Planbarkeit und die hat sie in Deutschland nicht mehr. Also Wirtschaft ist ja auch Psychologie und die Planbarkeit, die fehlt komplett. Und Sie kennen Energie, Kollegen, die gehen, ja? Die sagen, ich kenne ganz viele Kollegen, die gehen. Also es sind wirklich viele auf gepackten Koffern. Und das zeigen ja auch die Auswertungen der IHK und der DEHK, dass in Deutschland schon seit 2 Jahren mindestens nur noch Erhaltungsmaßnahmen stattfinden oder Erhaltungsinvestitionen. Ich meine, Großinvestitionen vielleicht können wir das mal zeigen. In anderen Ländern statt. Also Die Direktinvestitionen, ne? Ja, die fließen ab. Die finden in anderen Ländern statt. Und das ist natürlich dieser schleichende Tod. Und ich sage jetzt einfach mal auch, wir sind ja ein energieintensives Unternehmen. Denen hat man ja schon des Öfteren eine gute Reise gewünscht, weil, wie gesagt, das ja in die Energiewende gerade nicht reinpasst, weil wir viel Strom brauchen. Nicht übrigens, weil wir einfach vom Verbrauch her viel brauchen und weil wir Energieverschleuderer sind, sondern weil für unsere Branche, Galvanotechnik, Strom ein Rohstoff ist. Das heißt, Strom ist für uns wirklich essentiell. Und Energie, ich sage immer, Energie ist für alle, für Mensch, Tier, für jeden essentiell und braucht jeder und eben auch für die Wirtschaft. Wird sie entzogen, wird sie krank und da stehen wir jetzt. Das Interessante ist, dass Frau Thoma Böck sagt, Herr Käser, kommt auch gleich zu Ihnen, sagt, ich kann dieses Gerede von den Energiepreisen, der Energiekatastrophe sozusagen, die einsetzt mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, kann ich nicht mehr hören. Nein. Nicht einsetzt mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Nee, das meine ich ja. Ich kann diese Erklärung meinen. Ja. Können Sie nicht mehr hören, weil es nicht stimmt, sagen Sie. So ist es. Wir hatten vorher schon ein massives Problem. Ja, Juli 2021 ging es los, die Reise. Richtig. Aus vielfältigsten Gründen. Im Sommer 2021, sagen Sie? Im Sommer 2021, ja. Da begann dieses Energiedrama. Richtig, ja. Richtig, da begann bereits, also da waren die Strompreise, die waren ja so 20 Jahre eigentlich immer so stabil. Ich sage jetzt mal zwischen 2, 3, 4 Cent, aber dazwischen hat sich nicht viel bewegt und das war gesetzt. Und dann sind wir in einer neuen Welt aufgewacht. Wie gesagt, ich weiß es deshalb so genau, weil unser Stromvertrag auslief 2021 im Juni. Und dann sind wir aufgewacht bei 7, 8 Cent und konnten nicht abschließen, weil es das Doppelte war. Und es ist ein Unterschied, ob Sie ein Unternehmen haben, das 0,5 oder 1% also Kostenanteil am Umsatz hat, oder ob Sie ein energieintensives Unternehmen haben. Manche verfahren 15%, manche 25%. Genau. Wenn Sie sich da in der Welt wiederfinden bei den doppelten Preisen, dann ist das eine Nummer. Die Frage ist natürlich, also mal in die Runde gefragt, also können wir dieses Rennen gewinnen, Herr Käser? Weil sag mal, die Strompreise aus den USA und anderswo, mit denen können wir doch prinzipiell nicht wirklich mithalten, Energiepreise. Also anders gefragt, konnten müssen wir noch nie. Also das war ja immer schon so. Also auch in vorigen Jahren oder die letzten 20 Jahre waren wir immer 30 bis 40% darüber. Das war immer schon schmerzlich und trotzdem kam man mit dem Niveau nur einigermaßen zurecht. Jetzt sind wir aber beim 2,5-fachen, immer noch übrigens bei fallenden Preisen. Wir sind immer noch beim 2,5-fachen. Die Frage ist nur, was da passiert. Also müssen wir uns anders gefragt sozusagen an den Gedanken gewöhnen, dass bestimmte Industrien dann einfach weg sind? Na gut, also komplizierte Themen haben meistens die Angewohnheit, dass sie nicht monokausal sind. Sonst wären sie einfacher zu lösen. Man schraubt an einer Schraube und sieht dann sozusagen das Ergebnis. Das ist vergleichsweise einfach. Es sind nicht nur die Energiepreise, Sie haben völlig recht. 2015 bis 2019 herum waren es etwa 17 Cent ungefähr. Stieg dann auf 22, das ist das berühmte Jahr 21. Und jetzt sind wir wieder etwa bei 17. Und das wird ja oft auch kolportiert. Was wollt ihr denn eigentlich alle? Wir sind doch schon wieder auf vor Corona-Niveau. Ich habe es ja auch so versucht zu formulieren, dass daraus Zweifel erwachsen. Das heißt, die Energiekosten waren eigentlich noch nie unser Standortvorteil. Und es hat sich massiv verändert, auch dadurch, dass wir erneuerbare Energien in das Mix hineingebracht haben. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Deshalb ist ja nicht gleich ein Kohlebefürworter. Aber es gehört zur Ehrlichkeit der Transformation dazu, dass Transformation, wenn sie gelingen will, erstmal wehtut.
Und das hat eigentlich keiner gesagt, nur diejenigen, die davon betroffen sind, die spüren das jetzt. Und da kommt dann auch vieles zusammen. Das Thema Arbeitskräftemangel, das Thema, das ist bisher noch nicht angesprochen worden, und das ist mir wirklich auch am Herzen. Und ich glaube, ich darf das sagen, weil ich eben nur Angestellter, Mitarbeiter eines Unternehmens war und nicht Eigentümer. Es ist in Deutschland, vielleicht auch woanders, aber Deutschland ist nun mal unser Heimatland, hat sich etwas entwickelt, wo in weiten Teilen der Respekt vor Menschen, von Familienunternehmerinnen und Familienunternehmen einfach nicht mehr da ist. Danke, ja. Diese Menschen, empfinden Sie auch so, absolut. Die Menschen machen jeden Tag aufs Neue, riskieren sie ihr Vermögen persönliches, ihre Reputation, ja. Jeden Tag aufs Neue. Mhm. Und was sie dann kriegen ist, was wollt ihr denn eigentlich? Ihr braucht zu viel Strom oder ihr habt zu viel Abwasser oder dieses oder jenes. Und dieser Respekt vor Menschen, die jeden Tag immer wieder aufs Neue etwas leisten, die Arbeit ermöglichen, die sie auch ziemlich gut bezahlen, der ist irgendwie verloren gegangen. Das hat man nicht mehr. Das gab es bei uns in meiner Generation, als ich jung war, gab es das nicht. Da waren die Menschen, gerade die Familienunternehmer, die waren halt, das war eine Nummer. Die kannte man überall. Die haben den gesellschaftlichen Frieden in ihrer Region auch wesentlich mit beeinflusst. Die haben mal der Feuerwehr was gespendet, den Sportverein. Die haben dafür gesorgt, dass das gesellschaftliche Leben intakt war. Und das tun sie immer noch. Und wenn Sie mich heute fragen, die große, große Wirkung des Mittelstandes ist natürlich die Hidden Champion und alles die tollen Sachen. Aber der Mittelstand ist heute der Garant für die gesellschaftliche Stabilisierung in unserem Land. Mhm. Wenn der weggeht, geht vielleicht nicht unbedingt gleich der Wohlstand weg, aber es geht garantiert der soziale Frieden, der Ausgleich in unserem Land verloren. Also ich kann jedes Wort unterschreiben und Sie sprechen mir aus der Seele. Ich sage es ja deshalb, absolut. Weil ich ja davon, sagen wir mal, keine Motivation habe. Und das absolut. Ist ein Thema, das muss gesellschaftspolitisch und vor allem auch politisch angegangen sein. Wenn dann Leute sagen, ihr seid nicht mehr erwünscht, dann muss man sich halt auch überlegen, womit man da auch dann sagen wir mal, mit dem Feuer spielt. Erstens. Zweitens muss ich aber schon noch einmal sagen, das Thema Energie. Und das passt jetzt im Gegensatz zu dem Lob gerade gar nicht dazu. Wenn Sie heute einen durchschnittlichen Betrieb in Deutschland anschauen, ein durchschnittliches Unternehmen, von ganz groß bis ganz klein und zurück, dann sind die Energiekosten im Durchschnitt der deutschen Wirtschaft und der deutschen Industrie etwa 10% der Wertschöpfung. Arbeit ist 18. Das heißt also, das große Grundproblem ist das Thema Arbeit in seiner Qualität und auch in seinem Preis und letztlich auch in seiner Verfügbarkeit. Deshalb müssen wir tatsächlich in allererster Linie darauf achten, dass das Thema Arbeit, der Faktor Arbeit in Deutschland stabilisiert und wieder ausgebaut wird. Natürlich wird uns die künstliche Intelligenz massive Produktivitätsverbesserungen bringen. Wahrscheinlich aber zur falschen Zeit oder vielleicht auch zu spät. Und das ist schon ein Thema Demografie. Die kann man ja auch, ist ja eine der ganz wenigen Themen, wo man die Zukunft voraussagen kann, eigentlich. Das spielt eine große Rolle. Aber wir müssen den Faktor Arbeit in seiner Qualität, in der Verfügbarkeit und auch im Preis nochmal neu bewerten. Ist das einfach? Nö. Aber die einfachen Sachen haben wir in unserem Land schon alle gelöst. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Was ist die Idee? Was ist der große Plan? Also der große Plan wäre zum einen mal diese Energiewende. Also die ist ja sehr einsam. Den Weg, den Deutschland geht, der ist einfach sehr einsam. Also ich kritisiere, sage, ja, er ist für mich einsam, weil kein anderer tut so. Und ich stelle nicht in Frage, ob wir den gehen. Ich stelle nur in Frage, wie wir den gehen. Und zwar den zeitlichen Horizont mit der Brechstange an den Menschen vorbei. Und vor allem in der richtigen Reihenfolge. Für mich ist die Reihenfolge falsch. Also war ja auch Kritik des Bundesrechnungshofs, bau erst die Netze und sorg für Versorgungssicherheit, die wir nicht haben. Ist ja attestiert, nachweislich. Und das ist auch etwas, was die Wirtschaft einfach nicht, also mit was sie nicht umgehen kann. Weil Energie ist einfach nur mal essentiell. Ja. Und
Richtig, also die falsche Reihenfolge, die Kraftwerksstrategie, die zu kurz springt. Und vor allem, man kann sich ja ausrechnen, wie stark die Kosten steigen, dass die Erneuerbaren zu niedrigen Preisen führen. Ja, das ist richtig. Nur die Nebenkosten, also am Ende zählt ja der Gesamtbetrag und die Netzentgeltkosten und so weiter, die werden ja stark steigen. Ich meine, 6.700 Kilometer Leitungen fehlen. Steht auch in diesem Bericht. Ja, und bis 2030 werden wir gar nicht fertig werden. Die Redispatch-Kosten sind jetzt schon bei 6,2 Milliarden. Im Jahr. Das sind einfach alles. Da sitzt der Ingenieur. Redispatching bedeutet, Herr Dies? Ja, dass man im Prinzip Backup-Kapazitäten aufstellen muss, die nicht genutzt werden, die man dann Deutsch nur zu bestimmten Zeitpunkten braucht. Versteht jeder genau. Es ist, der Staat bezahlt die Kosten für Strom, der nie irgendwo ankommt. Genau. Weil es sind ja zu bestimmten Zeiten, wenn viel Sonne weht und viel Wind geht, sind zu viel Kapazitäten an Erneuerbaren da, die das Netz nicht aufnehmen kann.